Schaut euch mal diese geilen Farben auf diesem Edelstahl an. Das Ganze habe ich mit einem Diodenlaser gemacht und ich werde euch in diesem Video heute zeigen, wie das funktioniert. Also wen es interessiert, der bleibt dran. So, liebe Leute, jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Und viele kennen Gipfelholz bereits von den anderen Laservideos. Ja, ich habe schon einige Laser vorgestellt. Wir haben ein Gehäuse gebaut. Ich habe euch gezeigt, wie man Alu markiert oder beziehungsweise Metalle markieren kann. Dazu gibt es eine Playlist, die werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch gerne mal reinschauen, wen es interessiert und ein paar Videos verpasst hat. Heute geht es aber hier um das hier und zwar farbig lasern mit einem Diodenlaser und ihr müsst es doch selber zugeben, das schaut ja mal von den Farben echt mal hammergeil aus und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute im Video an und wir schauen es uns nicht nur an, denn ich werde euch diese Datei, die ich im Lightburn erstellt habe oder Dateien sind es ja eher, die werde ich euch kostenlos zum Downloaden anbieten, ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen und euch die Datei kostenlos downloaden. Des Weiteren muss ich euch noch sagen, es funktioniert nur auf Edelstahl. Auf Stahl braucht ihr gar nicht anfangen, da passiert eh nichts mit dem Laser, mit dem Diodenlaser, außer ihr benutzt ein Spray, aber dann haben wir keine coolen Farben. Also es geht nur auf Edelstahl, diese Geschichte. Warum ist das so? Und zwar, ihr kennt es vielleicht von eurem Grill daheim, wenn ihr einen Edelstahlgrill habt, dann sind da so coole Anlauffarben drauf. Das hat so richtig schöne Regenbogenfarben. Das ist nichts anderes wie beim Laser. Und zwar durch die Hitze, Hitzeoxidation, die wir da haben, können wir dann verschiedene Farben einfach hier gestalten. Ja, mit dieser Datei, die ich erstellt habe, ist es so, dass wir mit verschiedenen Zeilenintervallen arbeiten werden, mit verschiedenen Geschwindigkeiten und mit verschiedenen Leistungen. Und so kommen wir einfach auf diese coolen Farben, die wir hier haben. Ich muss aber dazu gleich mal sagen, ich habe da echt sehr, sehr lang gebraucht, bis ich alles richtig hinbekommen habe. Denn ich habe nämlich angefangen mit einem 0,5 mm Edelstahl. Und was passiert mit Hitze, mit höherer Hitze? Ja, genau, es verbiegt sich. Also ich hatte dann hier irgendwelche solche Teile hier im Laser liegen. Und ja, das funktioniert nicht wirklich gut. Und bin dann aber auf Edelstahl mit einem Millimeter gegangen und hier hat es ganz gut funktioniert. Zusätzlich habe ich aber das werde ich euch gleich nochmal zeigen, die Platte hier auf meiner Grundplatte unten befestigt mit Schrauben, damit sich das auch ja nicht wirklich verbiegen kann, weil wenn es sich verbiegt, ist ganz klar, dass hier der Fokus sich dann verstellt vom Laser und das kann ich euch auch einfach nur empfehlen. Ich werde euch die Datei jetzt im Lightburn dann gleich nochmal erklären, wie das funktioniert. Denn ich habe schon um einiges an Versuche gebraucht hier, um die richtige Einstellung zu finden. Und ihr müsst da auch ein bisschen rumspielen. Ich habe da echt hier, ach Gottes Willen, einige Sachen hier gelasert, um es erstmal richtig hinzukriegen. Jetzt habe ich hier noch ein anderes Bild, was ich euch zeigen möchte. Das ist auch sehr cool geworden. Schaut da auch mal richtig geil aus, diese Farben hier. Und ich würde es einfach mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal ins Lightburn und ich werde euch zeigen, wie diese Datei ihr euch auf euren Laser anpassen könnt. Bevor wir das machen, zeige ich euch aber nochmal die ganzen Versuche hier, die ich gemacht habe. Und zwar ist es jetzt aber auch so, das muss ich euch auch nochmal sagen, mit diesem 0,5 mm Edelstahl habe ich viel, viel, viel mehr Leistung gebraucht. Ich bin hier teilweise, ich habe zwar schon Ergebnisse gehabt, hier verbogene Ergebnisse, aber ich habe es ja dann, wie gesagt, festgeschraubt. Ich habe hier dann schon Ergebnisse gehabt, das zeige ich euch auch nochmal. Aber ich musste hier mit sehr viel Leistung fahren, teilweise bis 95% hoch, um das Gleiche zu erreichen, was ich mit einem Edelstahl mit 1 mm hier geschafft habe. Hier. Und zwar ist das jetzt hier der Speed- und Power-Test mit 1 mm. Und ich habe da wirklich mit 40% fängt das Ganze hier an und geht dann bis 70 hoch und damit habe ich hier meine besten Ziele erreicht mit einer Geschwindigkeit von 2000, aber wie gesagt nur bei einem Millimeter Edelstahl und es kann natürlich bei euch ganz anders sein, deshalb das Edelstahl auch wieder von der Güte her ganz anders sein, deshalb wirklich versucht es gleich mit dem 1 mm Edelstahl, werde ich euch unten auch nochmal verlinken, was ich gekauft habe und mit diesem
0,5 mm. Es ist einfach so, dass die Hitzeverteilung in diesem Edelstahl bei 1 mm und 0,5 mm einfach einen riesengroßen Unterschied macht. Das speichert die Hitze ganz anders vom Laser als dieses 1 mm. Und das ist einfach so die Erklärung dazu, warum ich hier mehr Leistung gebraucht habe. Weil das ist einfach, ja, ich denke mal, dass es einfach schneller abgeleitet wird bei dem 0,5 mm. Und deshalb habe ich hier andere Ergebnisse als bei 1 mm. So. Wie ich das Ganze festgespannt habe, ist ganz einfach. Ich habe hier einfach in meinem Honeycomb hier, habe ich hier Schrauben reingemacht, hier unten mit Flügelmuttern, habe die ein bisschen abgeflext, damit ich auf die gleiche Höhe komme wie diese Gummifüße hier und habe das Ganze festgeschraubt mit Schlossschrauben und zwar einfach hier durchgesteckt und habe das Ganze hier dann festgespannt und fertig in die Mitte gebracht hier von meinem Laser und habe das Ganze hier runtergespannt, damit sich das Edelstahl auf keinen Fall irgendwie groß verbiegen kann, damit es diesen Fokus verstellt. So, liebe Leute, ich bin jetzt mal im Lightburn, habe diese Datei aufgemacht und zwar werde ich euch 4 Dateien zur Verfügung stellen. Und zwar habe ich jetzt hier einmal die 2500 mm pro Minute, 1 mm Edelstahl aufgemacht. Warum 2500? Ganz einfach, funktioniert bei mir am besten. Ihr müsst es aber euch bei eurem Laser einfach selber anpassen, denn jedes Edelstahl ist leicht anders. Deshalb würde ich euch empfehlen, macht es einfach so mehrere Speed- und Power-Tests auf Edelstahl. Ich werde euch das Edelstahl natürlich unten auch noch verlinken, was ich verwendet habe. Und da seht ihr jetzt einfach mal hier 2500 mm und gutes. Das Einzige, was ihr anpassen müsst, hier seht ihr die Zeilenintervalle hier. Die würde ich einfach so lassen. Das Einzige, was ihr ändern müsst, ist hier diese Prozentzahlen. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen von den Prozentzahlen, von der Leistung her. Und um das zu ändern, ist ganz einfach. Ihr braucht es jetzt einfach, hier geht es auf die Maus und markiert das Ganze einmal runter. Dann seht ihr, ist alles markiert. Und dann geht es in die Formeigenschaften. Wer diese Formeigenschaften nicht da hat, kann hier das Ganze sich anklicken und geht es einfach mal da drauf. Und jetzt seht ihr hier oben in der Leistungsskala, könnt ihr diese Leistung abändern. Da braucht ihr nicht jedes einzelne Kästen abändern, sondern ihr könnt es alles auf einmal abändern. Hier, wenn ihr zum Beispiel 30% haben wollt, gebt einfach 30 ein, geht drauf und gut ist. Das macht ihr mit jeder einzelnen Reihe und ändert hier eure Prozentzahlen ab. Vielleicht funktioniert es ja auch mit diesen Einstellungen, aber ich würde an eurer Stelle einfach ein bisschen rumspielen. Ihr braucht es auch nicht alles auf einmal zu lasern, diesen ganzen Speed- und Power-Test. Zum ersten Mal zum Testen würde ich jetzt einfach euch mal empfehlen, hier eine Leiste zu markieren. Entschuldigung. Und zwar braucht es einfach nur hier das obere im Output einmal anklicken hier und die restlichen alle ausschalten. Und somit lasert ihr einfach hier eine Zeile, so wie ihr es gerade hier auf diesem Bild erkennen könnt, so habe ich auch angefangen. Ob überhaupt Farbe auf dem Laser entsteht oder auf dem Edelstahl entsteht, rauszubekommen. Das klickt ihr einfach alles mal ab und lasert einfach nur um eine Zeile. Und wenn es nicht passt, ja, ändert ihr einfach eure Werte hier ab und macht es dann noch einmal. So, jetzt klickt mal aber alles an, damit ihr das dann am Schluss richtig habt und gut. So, um die Geschwindigkeit dann einzustellen, braucht ihr einfach nur auf diese Zeile, auf diese jeweilige Zeile zu klicken und hier könnt ihr eure Geschwindigkeit abändern. Also ihr habt zum Beispiel jetzt 2300 wollt ihr bloß fahren. Dann gibt ihr hier 2300 ein und gut ist. Und das macht ihr einfach in jeder Zeile hier, ändert ihr einmal ab. Fertig. So, machen wir hier wieder 2500 und gut ist. Lasst euch nicht irritieren von diesen 100%, die hier stehen. Das stimmt nicht mehr. Oder was heißt, das stimmt nicht? Das steht einfach hier so drin. Das ist die Leistung maximal. Aber wir haben ja dann die ganzen Prozentzahlen hier in der Skala, hier in den Formeigenschaften, haben wir ja dann praktisch eingestellt, wenn wir hier was angekippt haben. So Leute, ihr habt doch hoffentlich eure Speed- und Power-Tests gemacht. Jetzt werde ich euch noch erklären, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das Ganze machen könnt am dümmsten. Und zwar habe ich mir jetzt mal hier ein Musterbild reingeladen. Dieses müssen wir natürlich erstmal vektorisieren. Und dann gehen wir hier rechte Maustaste Bild verfolgen und können ja dann dieses hier verfolgen. Ich glaube, da gibt es genug Tutorials hier im Netz.
Da könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr das nicht wisst, wie das funktioniert. Jetzt habt ihr eure Bild vektorisiert, dann könnt ihr das alte löschen. So, jetzt habt ihr ja praktisch dieses Bild hier und ihr wollt jetzt jedes einzelne Teil hier irgendwie andersfarbig machen oder wie auch immer. Dann geht's jetzt, klickt ihr einmal drauf das Ganze und sagen wir Gruppierung aufheben. Dann passiert das hier und zwar wir können jetzt jedes einzelne Teil hier anklicken, wenn wir wollen. Also das heißt, jedes könnten wir theoretisch eine andere Farbe machen, aber wir wollen es ja nicht ganz so machen, sondern dann drückt ihr nämlich jetzt STRG und markiert diese ganzen Sachen, die ihr zum Beispiel in einer Farbe haben wollt. Jetzt haben wir nur diese Flügel hier markiert und die wollen wir jetzt zum Beispiel in einem schönen Blau haben. Ich habe es hier auf meinem Speed- und Power-Test, habe ich jetzt hier eine Angabe, was ich dann nehmen kann. Also nehmen wir mal hier Blau, gehen wir hier unten. Seht ihr ja diese verschiedenen Ebenen, die wir machen können. Da ist halt auch ein Blau dabei. Also können wir das Ganze auch blau machen. Das heißt, wir werden jetzt hier einstellen, was wir hier haben wollen für Werte. Also schaut ihr auf euer Speed- und Power-Test. Ich habe jetzt hier eine schöne Farbe mit der Geschwindigkeit 2000. Da müsst ihr natürlich bei eurem Speed- und Power-Test schauen, was es am besten ja, von der Farbe her hergibt. So, jetzt gebe ich hier was habe ich hier für ein Zeilenintervall? 0,1 Zeilenintervall. Ich habe hier eine Geschwindigkeit von 2000 und ich habe hier eine Leistung mit 100. Nein, Entschuldigung, 70 habe ich bei mir. So, und jetzt müsst ihr jedes Teil hier machen, wie ihr von der Farbe her wollt. Schaut auf euren Speed- und Power-Test, macht dieses Ganze und dann könnt ihr eigentlich im Endeffekt schon loslasern auf euer Edelstahl. Jetzt habe ich das Ganze mal erledigt, habe meine Wunschfarben eingestellt hier und wir werden jetzt sehen, wie es am Schluss rauskommt. Ein kleiner Tipp noch, das Edelstahl sollte Zimmertemperatur haben. Also wenn ihr hier jetzt irgendwo bei Minusgraden lasert oder so, dann müsst ihr das Edelstahl vielleicht noch ein bisschen vorwärmen. So, fertig Leute und ich werde es jetzt euch mal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es schön erkennen hier. Ein bisschen gegen das Licht halten. Au, das schaut ja mal richtig geil aus. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal auch unten in die Kommentare rein. Schaut doch mal echt mega aus. Geil. Eins muss ich noch dazu sagen, habe ich ganz vergessen zum sagen. Und zwar Leute, ihr dürft den Air Assist nicht einschalten. Denn dieser Air Assist, wenn ihr einen verbaut habt, der kühlt das Edelstahl viel zu viel runter. Deshalb schaltet den bitte nicht ein, wenn ihr solche Sachen auf Edelstahl lasert. So, bevor jetzt wieder ganz viele Fragen kommen, wo gibt es die Dateien zum Downloaden? Leute, unten in der Videobeschreibung, da steht mehr, da klickt ihr drauf und dann kommt die Videobeschreibung und da findet ihr irgendwo einen Download zur Homepage und da könnt ihr die Dateien kostenlos downloaden. So, es war auch wirklich viel Arbeit, das Ganze hier zu probieren, zu schauen, in welchen Werten, mit welchen Geschwindigkeiten und so. Also es ist echt viel Arbeit und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ihr könnt sowieso alles unten in die Kommentare reinballern, was ihr so denkt, hier, wie ihr das Ganze findet, wie das Ganze hier rüberkommt. Ich finde es richtig geil, was man damit machen kann. Und ich habe es nicht mit einem 10 Watt Laser probiert, Leute. Es würde mich auch freuen, wenn es jemand mit seinem 10 Watt Laser probieren würde, denn theoretisch müsste es auch funktionieren, denn ich kann ja auch mit einem 10 Watt Laser auf Edelstahl lasern. Ihr müsst natürlich von der Geschwindigkeit oder ja, mit den Werten einfach ein bisschen rumspielen, wahrscheinlich doppelte Leistung fahren und dann müsste es theoretisch funktionieren. Wie gesagt, ich habe es nicht probiert. Schreibt es uns mal unten auch in die Kommentare rein, falls es jemand probieren würde. So Leute, ich denke mal, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vor allem freut es euch hoffentlich über diese Dateien, die ich euch zur Verfügung stelle. Und vergesst kein Abo, vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Allgäu. Servus.